Komm schon her, du Wichser! Ey, Clem, ich glaube, es geht noch. Hock dich mal drauf. Oh Mann. Finde ich nicht gut, wenn hier Ghule rumliegen. Wenn hier irgendwann mal Kinder sind, ja, dann heißt sie wieder. Why I sold my mother. Haha, und das Gesicht. Und da sind wir wieder back hier bei Foulout in unserer fauligen Vault 88. Wir müssen ja jetzt dieses Fahrrad machen, ne? Ich weiß aber noch gar nicht, wo ich überhaupt diese ganze Folterwerkstatt aufbauen will. Eigentlich wollten wir das, machen wir das hier? Ja, komm, wir machen das hier. Das ist, oder? Hier ist der Hauptfolterraum. Müssen wir erstmal alles wegmachen hier. Das stört aber ziemlich hart, ne? So ein Megalader. Sind irgendwas im Schreibtisch. Stank Zigarette, das können sie gern behalten. Wisst ihr, als wenn es der Ghoul-Frau nicht so schlecht genug gehen würde nach den Jahrhunderten da unten. Dann raucht's auch noch. So, guck mal, wir machen die Platten mal direkt hier richtig dran. So, eine Atriumsäule. Ich glaube, Leute, ich glaube, wir machen hier das Atrium hin. Sollen wir bitte die Leichen aufräumen, Mademoiselle? Finde ich nicht gut, wenn hier Ghule rumliegen. Wenn hier irgendwann mal Kinder sind, ja, dann heißt die doch. Ich weiß nicht, ob ich der Ghulin, so sentimental wie sie vielleicht ist, hier den Ding lassen soll, ihren Trailer. Strukturen. Versorgungskorridor. Aha, aha, okay, okay. Gut. Leute, was wir hier alles bauen können, wir können uns tot bauen mit so einem Kram. Da, der Atriumboden. Da sind wir richtig, leid. Da sind wir richtig. Ich hab ihn gefunden, den Atrium. So, hier im Atrium. Stehen nämlich da die krassen Fahrräder. So richtig crikey. Oh, das ist aber nicht schön. Das spricht aber wirklich nicht für mein Atrium. Stützen. So Stützen kann man immer super gebrauchen, oder? Echt, das ist ganz wichtig. Wenn du das nicht richtig stützt, das Zeug, kannst du direkt zusammenpacken. Kannst du einpacken dann, oder? Da bis jetzt auch noch keiner von euch irgendwelche Pläne gemacht hat oder mir gezeigt hat, wie er eben das, dies und das plant, fangen wir hier einfach an mit unseren Folterrädern. Hier stellen wir sie hin. Zack. So, Clem, wo bist du alter Bock? Verbinde ein Terminal mit dem Powerrad und lege die Parameter des Experimentes fest. Okay. Terminale. Aha, jetzt passt gerade mal erwacht, wie da jetzt gleich der Strom fließt. Ha. Das ist halt langsamer Strom hier unten. Clem, guck mal, ich beleuchte dir mal dein Rad, dass du da mal richtig, dass du das richtig siehst. Hier steht's, Clem. Nur, dass du siehst, okay? Clem, kannst du sehen? Wie meine Verkabelung. Ist das nicht eine super Verkabelung, was ich doch gerade gebastelt habe? Powerrad-Experiment. Eigentum von Vortec. Geheimer Powerrad 1000 Prototyp. Parameter des Experimentes auswählen. Zusätzliche Energieerzeugung. Anreize für längere Benutzung. Und Notizen von Dr. Baum. Gut. Das Powerrad 1000 ist bereits erfolgreich. Verschwenderliche körperliche Betätigung wird zu sauberer Energie. Jedoch mache ich es dem FGE-Team zur Aufgabe, noch weiter zu denken. Wie können wir dieses Produkt noch verbessern? Eröffnet es Möglichkeiten, andere Ziele von Vortec voranzutreiben? Ich weiß es nicht. Guck mal, nein. Umgebungsoptimierung. Forschungsaufzeichnung. Das Team von Dr. Riley hat trotz Bedenken mit seinen Tests eine vollkommen andere Richtung eingeschlagen. Riley ging davon aus, dass die Produktivität erhöht werden könnte, wenn das Powerrad 1000 mit einem positiven Naturfeedback assoziiert würde. Durch die Verwendung ätherischer Duftöle, beispielsweise Lavendel und Orange, konnte der Powerrad-Prototyp einen starken Ersteindruck hervorrufen. Der sanfte Klang von Wellen am Strand mit einer Lautstärke unterhalb der Hörschwelle wurde ebenfalls hinzugefügt. Die Energieerzeugung bei diesem Experiment war ein absoluter Fehlschlag. Hinweis, ich glaube nicht, dass Ted trainiert. Ich glaube nicht, dass Ted trainiert, Dr. Braun. Was macht er denn dann, hä? Parameter übernehmen. Ich habe jetzt die Parameter so eingestellt. Ach so, halt, vielleicht ein Fehler. Warte, nein, ich wollte noch weiterlesen. Okay, gut, ich habe anscheinend jetzt direkt die Torfnasen-Parameter übernommen. Warum nicht? Clem, du musst mal eine Runde... Oh, Clem, du machst das von ganz alleine? Sehr gut. Macht euch gefasst. Clem, was war das denn? Stell dich bitte nicht aufs Kabel, Clem, okay? Das ist empfindlich. Merkst du schon? Das ist alles? Also, dann, stampel ich einfach weiter. Das macht irgendwie Spaß. Tja, merkst du einen Dildo im Arsch, Clem? Oh. Was ist das? Oh. Siehst du das? Sowas habe ich noch nie gerochen. Sag mal. Ist das Mutterbeere? Wenn man einfach die Beine eine Stunde lang bewegt, macht das Powerrad echt Spaß. Okay. Also du stirbst jetzt nicht, Clem, oder? Ich bin voll gefreut eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ich will nur ein bisschen handeln. Ich will nur ein bisschen handeln. Lauf mal weiter. Ich freue mich so, hier zu sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Clem, wie sieht's? Oh, Clem, Clem. Ich habe nicht genügend Betten für alle da. Du machst ja gar nicht richtig. Okay, Clem. Viel Spaß bei deiner Fahrerei, gell? Wir wissen ja, dass hier ultra die Viecher rumrennen, ne? Das haben wir auf jeden Fall alle schon mitbekommen. Das heißt, einfach für den ersten Schutz bauen wir hier so ein paar Geschütze hin. Guck, wir bauen an jeden Eingang einfach ein schweres Geschütz. Lass Clem eine... Was war denn das? Ah, es ist kaputt gegangen. Oh, Clem. Clem, ich glaube, es geht noch. Hock dich mal drauf. Oh Mann, tut mir leid. Ich habe deinen Vault kaputt gemacht. Ich war so aufgeregt und wollte gute Arbeit machen. Also bin ich immer schneller gestrampelt. Und dann war plötzlich der ganze Vault hinüber. Bitte schmeiß mich nicht raus. Nice, Clem. Nice. Repariere das Powerrad. Ich bin ja auch gelernter Mechatroniker. Clem, es ist alles wieder gut. Ich habe mir die Daten des Powerrads angesehen. Wenn ich den Bericht richtig verstanden habe,
Hast du dich für einen Lavendel- und Vanille-Aromaspender entschieden? Richtig. Ich bin richtig entspannt. Dieser Vault ist der Beste. Wir schaffen eine neue Gesellschaft, nicht irgendeine Erholungseinrichtung. Meine Sachen riechen noch komisch. Für das nächste Experiment brauchen wir etwas von draußen. Vault-Tec hat die chemische Forschung an Hallucigen Incorporated ausgelagert. Die Ergebnisse hätten eigentlich schon vorliegen müssen. Das glaube ich aber auch. Da der Postdienst ausgefallen ist, muss eine andere Lösung her. Ich möchte eine Belohnung haben. Alter, wie raffgierig ist mein Kerl, Mann? Ich bin doch jetzt der Chef hier. Vor allem habe ich in meinen Siedlungen bereits Händler, die die ganze Zeit Geld bekommen, meine Geldmaschinen. Was brauche ich jetzt bitte schon noch irgendwie hier so? Also wirklich Frechheit. Oberfläche kümmert dich nicht? Die Welt, wie wir sie kannten, ist verschwunden. Kümmert dich das nicht? Doch, sehr. Deshalb müssen diese Experimente auch erfolgreich sein. Wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die diese Welt erben, einen guten Start haben. Doch, es interessiert mich schon sehr. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ausgezeichnet. Hol einfach das Paket für Aufseherin Barstow. Sobald wir das haben, können wir mit dem nächsten Experiment anfangen. Ich bin doch nicht ihr Hündchen. Hol das Ding für die Aufseherin. Ja, wo ist es? Das klang so ein bisschen frech, finde ich, oder? Das war schon fast frech. Das Wasserloch besorgte die chemische Forschungs... Wir reisen jetzt erstmal gleich noch in meine lebendigste Stadt, um dort ein paar Sachen zu verkaufen. Oh, die werden eh gerade angegriffen, da drüben in meiner Siedlung. Was ist da los? Ich habe eben die Nachricht bekommen, dass ich helfen muss. Oh mein Gott. Aha. Tschüss, Robopenis. Haha, wieder zurückfliegt, Alter. Backflip, mein Freund! Wow! Nein! Also Leute, was haben wir? Wir werden wieder von den Robotern angegriffen, das ist schrecklich. Die Siedlung wird andauernd von den Robotern genervt. Oh, ein Augebot. Ah, schon wieder down. You gonna die! Zu wenig Ding. Wow, da hört er gar nicht mehr auf, sich zu drehen. Mal das ganze Blut an. Guck dir das ganze Blut an. Jetzt holen wir erstmal die Kohle ab, das wohlverdiente Geld. 150 nur, Leute. Werdet ihr jetzt so oft angegriffen, um Geld zu generieren, oder was macht ihr hier, hä? Hundi, komm mal her. Nom, 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 nom. Möchtest du ein bisschen... Ah, rein? Sehr gut. Ah ja. Okay, verkaufen wir den Kram einfach. Da. Meierler, kann man auch fangen. Geil. Man kann sich eigene Roboter bauen. Und da dachte ich mir, ich baue mir so eine Gefährtin. Aber die ist... So ist die. Kann ich vergessen. Ich könnte sie mittlerweile möglicherweise verbessern. Ich kann ja auch Ada verbessern. Oh, guck mal da. Geil. Das brauchen wir, das Dönermesser. Ui. Ist auch direkt mal weiblich angehaucht. Ballert denn hier rum? Ada, rosa Ada, komm, guck mal, wie sie runterbottet. Lauf doch jetzt, Ada, was machst du, fährst? Wir rollen an die Füße gemacht. Kommst du jetzt? Guck mal. Komm jetzt mit, Ada, lauf. Der Markt ist schon verlaufen mit dir, Ada. Vielen Dank. Ich bin nochmal ganz schön nach Sanctuary Hills gegangen, um meine Waffe noch umzubenennen. Dirty Area. Wasch noch kurz meine Radiation ab. So. Hier ist auch meine Kleberfarm, meine Kleberproduktion findet hier statt. Ich zeige euch noch geschwind mein Nest. Hier im alten Haus, voll sentimental, im Schlafzimmer. Ich habe erst 2 Wacker Purples gefangen hier. gefangen. Ach, jetzt für so ein Wurststaub hier am Start? Nee. Why I sold my mother. Und das Gesicht. Komm schon her, du Wichser. Ey. Jetzt hat sie mich einmal geschlagen, weil ich den verschissenen Kopf nicht annehmen konnte. Oh nein, du hast nichts gehört. Ich war herein. Das war schon echt jetzt ein bisschen mies. Der klatscht mich sofort weg. Geil. Guck mal, wie... Hey da! Sie könnten sich getarnt haben. Also... Nein! Oh, Ada. Ist das eine gute Idee, was du da gerade schreibst, Ada? Was macht sie? Sie kompensiert? Ja, sehr schön. Kompensier mal den Schlag. Und ich kompensiere dem seinen Kopf. Ha! Na also, da können wir direkt mal für die richtigen Lichtverhältnisse sorgen. Leute, ist das was oder ist das jetzt was? Guck mal. Und schon kann man alles sehen. Ein Gunner. Noch ein toter Gunner? Was ist hier los? Nehmen wir mal an, dass wir erfahren werden, was hier passiert ist, sobald wir das Haus betreten haben. Das wird bestimmt Spaß. Leute, was war das? Was machst du da? Ey, da nein! Du hast das kaputt gemacht. Oh, Leute. Der ist aber auch echt ungeschickt hingefallen. Wie hat er sich da reingeklemmt? Lass mal die Sandsäcke jetzt ganz. Dann gehen wir gerade mal nein, die Geschichte.
Yeah.